Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich habe heute die Top 5 meiner absoluten Lieblingsmarmeladen, Fruchtaufstriche, wie man es auch immer nennen will, für euch. Und weil es so lecker ist, legen wir los. Als allererstes möchte ich euch ein Pflaumenmus zeigen. Pflaumenmus ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich liebe es. Es erinnert mich total an meine Kindheit. Da habe ich mich, glaube ich, vom Pflaumenmus ernährt. Meine Mutter hat das damals immer selber gemacht und ich mochte das so, so gerne. Und dieser Pflaumenmus ist vom Bioland und zwar direkt vom Obsthof Cordes. Es ist ein Familienunternehmen bei uns im alten Land. Und ich glaube, mir schmeckt dieses Pflaumenmus so gut, weil es wirklich 80% Fruchtanteil hat. Und weil der Fruchtgehalt in diesem Mousse so hoch ist, schmeckt man das auch wirklich, wirklich raus. Und in diesem Pflaumenmus sind wirklich 80% Pflaumen drin und Rübenzucker und mehr ist da nicht drin. Und ich muss sagen, das schmeckt man wirklich. Ich kenne viele Arten von Pflaumenmus, aber dieser hier ist mein Liebster. Der macht sich auch super gut im Salatdressing. Ich pimpe damit noch manchmal Tomatensauce auf und man kann da auch Reisgerichte toll mitmachen. Also ein Pflaumenmus gehört nicht nur aufs Brot, sondern auch ist fürs Kochen total lecker und super geeignet. Und neulich hatte ich auch mal wieder einen Pflaumencrumble und habe das damit einfach so ein bisschen verfeinert. Und dieses Mousse ist einfach so lecker, das kann man auch einfach in Joghurt rühren und da einfach einen tollen Fruchtjoghurt draus machen oder mit bisschen Zimt noch ein tolles Dessert. Also auf diesem Pflaumenmus stehe ich total. Und viele wird es nicht wundern. Als nächstes kommt eine Erdbeermarmelade von Zwergenwiese, die ich sehr, sehr gerne mag. Zwergenwiese verwendet überhaupt keinen Zucker für die Fruchtaufstriche, sondern immer Agavensaft. Das mag der eine, der andere vielleicht nicht, aber ich finde es sehr, sehr lecker. Ich finde, die Marmelade schmeckt sehr, sehr fruchtig und hat auch einen Erdbeergehalt von 70%, was ich auch sehr, sehr viel finde. Da sind Erdbeeren drin, Agavensaft, Zitronensaft, ein bisschen Holunderbeersaft und Apfelpektin als Geliermittel. Und schmeckt sehr, sehr gut, schmeckt sehr, sehr fruchtig. Ich mache aus der Marmelade auch sehr, sehr gerne Eis, vermischt mit Joghurt oder vermischt mit Milch oder ich habe damit auch schon einfach so eine Erdbeermilch gemacht und diese Marmelade schmeckt sehr fein und schmeckt fast schon, finde ich, wie so eine Erdbeersoße. Also hat einen ganz, ganz tollen, fantastischen Geschmack. Diesen fruchtigen Aufstrich mögen auch meine Kinder sehr, sehr gerne. Die stehen total da drauf. Also wirklich wieder sehr vielseitig, sehr gut im Geschmack und ich bin ein totaler Zwergenwiese-Fan. Und wir bleiben noch ein bisschen bei Zwergenwiese. Als nächstes kommt ein roter Johannisbeer-Feige-Aufstrich, den ich sehr, sehr lecker finde. Und das ist eine Marmelade, die einfach mal Abwechslung schafft. Weil oft ist es ja so, die Kinder wollen immer Erdbeer. Man ist manchmal doch sehr festgefahren. Vielleicht Himbeer noch, Johannisbeer. Ist, finde ich, immer so ein bisschen säuerlich und ich mag das sehr, sehr gerne. Und diesen fruchtigen Aufstrich esse ich am allerliebsten auf Toast. Und schmeckt echt lecker und bringt einfach mal Abwechslung auf den Küchentisch. Aber die ist echt lecker. Und Johannisbeerfeige hat ja auch nicht jeder im Kühlschrank und sorgt auch, wenn man mal zum Frühstück einlädt, für Überraschungen. Und ich mag ja Johannisbeeren sehr gerne. Ich mag die roten, aber auch die schwarzen. Und dieses Gelee ist wirklich sehr, sehr fein auf dem Brötchen, auf dem Brot. Und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Gelee lässt sich natürlich auch noch viel besser in Dressings reinrühren oder mit Soßen in Verbindung bringen. Und dieses Gelee verwende ich auch super gerne für den Rotkohl, wenn ich dann um die Weihnachtszeit herum wieder viel Rotkohl koche. Das schmeckt einfach toll, ist super vielseitig und manchmal möchte ich einfach einen ganz feinen Aufstrich haben auf dem Brot, wo keine Fruchtstückchen drin sind und der ist wirklich sehr, sehr lecker. Aber dieser Aufstrich ist so fein, lässt sich ganz toll wieder in Salatdressings einrühren, in Chutneys. Man kann damit toll Eiscreme machen und manchmal tut es auch in so ein Schälchen und wir ziehen da einfach nur die Kekse durch, weil es einfach so fein auf der Zunge ist. Also man kann das auch zum Backen ganz, ganz toll verwenden. Für mich persönlich könnten die Gläser doppelt so groß sein, aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viele schöne kleine Gläser im Haus, die man so gut wieder verwenden kann. Aber schwarze Johannisbeere fehlt bei uns nie auf dem Frühstückstisch. Und mein absoluter Fruchtaufstrich-Liebling ist momentan die Ostseeliebe Erdbeermarmelade. Die ist auch ein bisschen mit Agavensaft gesüßt und die ist so lecker. Die hat einen Fruchtgehalt von 90%, was ich für eine Marmelade echt schon toll finde. Und das schmeckt man auch raus. Die Marmelade ist ein bisschen fester in der Konsistenz und auch ein bisschen dunkler, schmeckt aber fantastisch. Allerliebsten esse ich die einfach auf Schwarzbrot. Ich finde es eine gute Kombination, schmeckt einfach fantastisch. Aber man kann auch wieder gut
mit der kochen oder auch Kekse mit der backen und die ist einfach super vielseitig und beim Fruchtgehalt von 90% ist da auch viel, viel Erdbeere drin, was ich immer sehr, sehr gut finde, wenn ein Fruchtaufstrich einen hohen Fruchtgehalt hat. Ja, schmeckt sehr gut und kommt direkt von der Ostsee. Es ist ja auch nicht weit, wenn man in Hamburg wohnt und das finde ich ein tolles regionales Produkt, was mein Herz erobert hat. Ja, da gibt es noch viele andere Sorten von, aber ich habe jetzt erstmal Erdbeermarmelade probiert. Wenn ich eine Sorte neu kennenlernen möchte, beginne ich meistens mit Erdbeere. Auf jeden Fall ist die super lecker und momentan mein absoluter Favorit. Ein leckerer Fruchtaufstrich auf dem Frühstücksbrötchen und der Tag ist gleich ein bisschen schöner. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ihr ein neues Video mögt, dann klickt euch morgen wieder rein ab 13:30 Uhr. Ich freue mich auf euch und tschüss.